So, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich für ein paar Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier am Stand der Landeshauptstadt Düsseldorf. Wir feiern in diesem Jahr Geburtstag. Wir sind zum 20. Mal bei der Expo Real dabei. Und bei der Gelegenheit dachte ich, nehme ich Sie mal mit auf eine Reise gewissermaßen in lichte Höhen. Die Frage ist, sind Sie bereit auf das nächste Level? Wollen Sie hoch hinaus mit Düsseldorf? Jetzt haben Sie erstmal einen schönen Ausblick aus lichter Höhe. Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist eine Stadt, die wächst, eine Stadt, die dynamisch wächst. Wir haben mittlerweile eine Einwohnerzahl von 640.000 erreicht. Wir sind damit nach Einwohnern die sechstgrößte Stadt der Republik. Und dieses Wachstum wird nach allen Prognosen weiter anhalten. Wir werden voraussichtlich im Jahre 2040 die 700.000er-Marke geknackt haben. Der Treiber dieses Wachstums ist natürlich die wirtschaftliche Stärke dieser Stadt, die wirtschaftliche Prosperität. Düsseldorf ist eine Stadt, die das zweitbeste Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Einwohnern hat. Wir haben mittlerweile über 500.000 Erwerbstätige. Die leben natürlich, wie wir wissen, nicht alle in Düsseldorf, sondern viele pendeln ein. Aber wir haben ein konstantes Wachstum mit im Schnitt etwa 6.000 zusätzlichen, meistens hochqualifizierten und immer sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Düsseldorf in den letzten 5 Jahren erlebt. Düsseldorf ist eine sehr internationale Stadt. Wir haben Menschen aus 184 Nationen unter den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern. Düsseldorf ist eine Stadt mit Unternehmen aus fast 140 Ländern. Düsseldorf ist eine Stadt mit etwa 40% Migrationshintergrund. Ich sage immer, da sind die süddeutschen Migranten noch gar nicht mit eingerechnet. Diese Stadt hat immer davon gelebt, dass Menschen, egal woher gekommen sind, um gewissermaßen ihr Glück in Düsseldorf zu versuchen. Viele haben es gefunden und viele haben eben damit unsere Stadt auch bereichert. Dass Düsseldorf ein bedeutender Immobilienstandort ist, brauche ich Ihnen auf der Expo Real mit Sicherheit nicht erzählen. Wir haben im letzten Jahr erneut einen Rekordwert bei dem Transaktionsvolumen auf dem Immobilienmarkt erreicht mit etwa 3 Milliarden. Wir sind mit dem Wohnungsbau, haben wir die Zielsetzung erreicht, die ich vor 5 Jahren ausgegeben habe, jedes Jahr 3.000 Wohnungen genehmigen. Seit 2014 haben wir 16.000 Wohneinheiten auf den Weg gebracht. Düsseldorf ist eine Stadt, die sich als wachsende Stadt natürlich kümmern muss um ihre Infrastruktur. Ein wesentlicher Teil der Infrastruktur ist heute die digitale Infrastruktur. Wir sind glücklicherweise ein Standort, wo große Unternehmen der Kommunikations- und Informationsindustrie ihren Sitz haben. Da mit ihnen gemeinsam wollen wir das Thema 5G voranbringen. Das Ziel ist, bis 2021 5G praktisch flächendeckend in Düsseldorf installiert zu haben. Das Thema Innovation. Wir sagen in Düsseldorf, wir sind wirtschaftlich stark, wir haben eine wirtschaftlich robuste Struktur. Das ist für uns kein Ruhekissen. Wir wollen deswegen darauf aufbauen und weiterhin, was Innovation angeht, was neue Technologien angeht, an der Spitze bleiben. Deswegen haben wir vor 5 Jahren die Startup-Initiative gestartet. Sie ist sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile in Düsseldorf etwa 350 Startups angesiedelt. Die schaffen heute schon 2600 Jobs. Wenn wir die Unicorns dazu nehmen, Trivago und auch Oxmoney ist ein Unternehmen, das sich anheischig macht, ein Einhorn zu werfen, dann sind es nahezu 5.000 Arbeitsplätze, die wir allein dieser innovativen Branche zu verdanken haben. Das wichtigste Kapital, was wir in Düsseldorf haben, sind gut ausgebildete junge Menschen. Deswegen setzen wir auf Bildung, deswegen investieren wir jeden zweiten Euro in dieser Stadt in Schulen und Bildungseinrichtungen. Ich glaube, die
Die Schulbauoffensive in Düsseldorf ist beispiellos, ist einmalig in Deutschland. 1,3 Milliarden werden wir über 5 Jahre, haben wir schon, und werden noch bis 2022 in den Ausbau von Schulen, in den Neubau von Schulen, in allen Schularten, Förderschulen ebenso wie Gymnasien und Berufskollegs investieren. Das Thema Klima ist ein Thema, das uns wie allen anderen Kommunen selbstverständlich auf den Nägeln brennt. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf entschieden hat, dass wir die Zielsetzung der Klimaneutralität von 2050 auf 2035 vorverlegen werden. Das zwingt uns natürlich auch jetzt sehr, sehr schnell mit konkreten Maßnahmen tätig zu werden. Einen wichtigen Aspekt, den darf ich erwähnen, der gegenwärtig größte Beitrag zum Klimaschutz ist unser Kraftwerksblock Fortuna, ein weltmeisterliches Kraftwerk auf der Basis der Kraft-Wärme-Kopplung mit einem Wirkungsgrad von 90%. Ebenso drängend ist das Thema der Mobilitätswende. Wir sagen, wir werden als Stadt nur weiter wachsen können, wenn es uns gelingt, den sogenannten Model Split zu drehen, hin zu effizienten Formen der Fortbewegung. Das ist nicht das in der Regel ja nur von einer Person besetzte private Fahrzeug, sondern wir wollen Bus und Bahn voranbringen, natürlich auch das Fahrrad und die Sharing-Angebote, auch die werden wir fördern, allerdings nicht als Wildwuchs, sondern wir werden die Sharing-Angebote in Düsseldorf aufräumen an Mobilitätsstationen. Das ist, glaube ich, das Mobilitätsmodell der Zukunft. So, und jetzt geht's hoch hinaus. Düsseldorf ist eine Stadt, wie gesagt, eine wachsende Stadt, die 6. Stadt der Republik. Flächenmäßig allerdings sind wir nicht so weit vorne, da sind wir nur auf Platz 73. Wir wollen in Düsseldorf auch nicht alles zubauen. Wir wollen in Düsseldorf eine effiziente Nutzung der Flächen haben. Aber dort, wo es möglich ist, muss man deswegen in die Höhe gehen. Und deswegen steht im Mittelpunkt meiner Präsentation das Thema Hochhaus. Und Sie werden sehen, das Thema Hochhaus ist eine Sache, die in Düsseldorf durchaus Tradition hat. Düsseldorf hat auch in der Vergangenheit immer schon Impulse gesetzt beim Städtebau, gerade mit Hochhäusern. Sie sehen hier das Wilhelm-Marx-Haus. Das Wilhelm-Marx-Haus ist von 1924 und war damals das erste Büro-Hochhaus in Deutschland. Als nächstes sehen Sie hier das Mannesmann-Hochhaus. Das ist das Haus, das neben die Mannesmann-Zentrale, dem berühmten Behrensbau, gebaut wurde im Jahr 1958. Ein Gebäude aus der Ideenschmiede von Paul Schneider-Essleben. Ein Gebäude, das heute, wie Sie sicher wissen, das nordrhein-westfälische Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Digitalisierung und Energie beherbergt. Die nächste Landmarke, wenn es um Hochhäuser in Düsseldorf geht, ist das allseits bekannte Dreischeibenhaus von HPP. Viele, viele Jahre lang die Zentrale des Küstenkonzerns, in letzter Zeit refurbished. Es gehört heute dem Patrick Schwarzschütte, der mit diesem Gebäude einen MIPIM Award vor 2 Jahren gelungen für das beste Refurbishment erworben hat. Die nächste Landmarke ist der Viktoriaturm, wo heute sitzt der Ergo-Versicherung, ebenfalls von HPP und ebenfalls eine Landmarke in Düsseldorf. Auf 29 Etagen arbeiten knapp 2000 Menschen. Und kurz danach fertiggestellt wurde der Arak Tower, ein Gebäude des berühmten Architekten Norman Foster. Der Arak-Turm hat 32 Etagen und sitzt natürlich der Versicherung, der Arak-Versicherung. Mehr als 1000 Menschen arbeiten in diesem Hochhaus. So, und das war der Rückblick, was bisher geschah. Jetzt darf ich Ihnen vorstellen, was wir in Zukunft an Hochhäusern in Düsseldorf zu erwarten haben. Sie wissen, es wurde im September 2019 ein Hochhausbeirat zusammengesetzt. Wir sind dabei, einen Hochhausrahmenplan zu entwickeln, und ich darf Ihnen ein paar dieser Bauten zeigen, wie sie gegenwärtig in der Planung sind. Ich beginne am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist ja das
Gelände rings um den Hauptbahnhof ist ja, wie Sie sicherlich wissen, eines der wichtigsten städtebaulichen Entwicklungsgebiete in Düsseldorf. Der Bahnhofsvorplatz wird neu gestaltet. Hier dieses Gebäude ist ein Hochhaus, das gewissermaßen die Sichtachse von der Immermannstraße abschließt. Beginnend von der Fuchtinsel wird man dann einen tollen Blick auf dieses Hochhaus haben. In der Nachbarschaft entsteht in dem ehemaligen Postgebäude ein Kulturzentrum, was Sitz der neuen Stadtbibliothek sein wird. Und dahinter entsteht das Grand Central, ein großes urbanes Wohngebiet. Ich werde dazu auch noch ein paar Bilder zeigen. Hier sind wir schon beim Grand Central. Das ist, wie gesagt, ein Gebiet, das entwickelt wird von Catella gemeinsam mit der CEG-Gruppe, wie wir vor wenigen Tagen erfahren haben. Das ist ein, hier entstehen 1000 Wohnungen. Es gibt drei markante Hochpunkte. Einmal von Jürgen Meyer-Haar, das ist der andere von DeLugan Meisel Associated Architects und der dritte Hochpunkt kommt von Ella und Ella Architekten. Also drei Landmarken direkt hinter dem Bahnhof. Nächste Gebäude, da gibt es bislang nur eine Skizze. Das ist auf der Moskauer Straße, ganz in der Nähe, ebenfalls ganz in der Nähe des Bahnhofes. Hier ist geplant, das neue Technische Rathaus der Landeshauptstadt Düsseldorf anzusiedeln. Ein Gebäude, das auch von der Art des Bauens modernen Anforderungen, Cradle-to-Cradle-Prinzip, einer sehr modernen Durchlüftung, natürlich auch mit sehr viel Grün genügen wird. Das wird ein Ort, wo Stadtverwaltung auch neu gedacht werden soll, auch mit anderen Arbeits- und Büroanordnungsmodellen. Selbstverständlich bis dahin, bis in 5 Jahren, wenn es steht, auch so weit wie möglich, hoffentlich vollständig digitalisiert. Wir kommen jetzt ein bisschen zum Norden. Das ist der Bereich des Mörsenbrocker Eis, wo mit dem Arak-Hochhaus bereits eine Landmarke steht. Dort wird auf dem Gelände der Mercedesstraße auf der einen Seite dieses Projekt Yards entstehen. Das ist ein Projekt von Art Invest, ein Gebäude, 16-geschossig, das sich sehr praktisch auf der anderen Seite gegenüber dem Arak Tower stehen wird. Und auf der anderen Seite Richtung ehemaliges Straßenverkehrsamt, wo heute ein großes Projekt von Quantum, das ich auch noch zeigen werde, steht, entsteht ein neuer großer Büroturm des berühmten japanischen Architekten Tadao Ando, der sogenannte Ando Tower. Auch das wird, wenn Sie hier von der A52 hereinkommen, natürlich eine echte Landmarke, ein echter Eyecatcher werden bei diesem Zugang vom Norden in die Stadt. Wenn wir jetzt vom Flughafen kommen, auch da gibt es interessante Hochhausprojekte. Wenn Sie also vom Flughafen über die Danziger Straße reinfahren, da sehen Sie ja heute schon das Horizon, den Sitz von L'Oreal, das Gebäude von HPP. Dahinter gibt es ein großes Projekt von Development Partner, das ist das sogenannte Projekt Gateway. Das ist dort, wo heute noch das sogenannte Kennedy Dump Center, der Sitz des Umweltministeriums ist. Das wird abgerissen und dort entsteht eben dieses in der Tat imponierende Hochhaus. Westlich davon, das ist das also ebenfalls Kennedy Dump. Sie verlassen gewissermaßen die Hochstraße, fahren unten Richtung Fischerstraße. Rechts ist das Gelände, wo bisher die Fachhochschule ihren Sitz hat. Das ist ein Gelände, das vollständig überplant wird. Da gibt es bereits eine ganze Reihe von Ideen, die gezeigt wurden. An verschiedenen Standorten werden da Hochpunkte entstehen. Einer, der bereits feststeht, das ist etwas nördlich, das ist praktisch das Pendant zum Projekt Horizon, das ist das Projekt Eclipse, das dort entstehen wird. Da ist bereits der Mietvertrag mit PwC geschlossen worden, das Ankermieter in diesem ebenfalls, glaube ich, sehr attraktiven Hochhaus werden wird. Das nächste Gebäude ist zunächst noch eine Idee, die eben dann in diesem Workshop westlich Kennedy Dump verarbeitet werden wird. Ich glaube, Sie können damit schon erahnen, dass hier durchaus auf dieser Achse, wo Sie auf die Stadt hereinfahren, weitere tolle Hochhäuser entstehen werden. Wir haben ja, wie gesagt, bereits das Horizon, bisschen weiter unten auch Sky Office von Christoph Ingenhofen. Da werden sich noch weitere attraktive Hochpunkte dazugesellen.
Im Düsseldorfer Medienhafen haben wir in den letzten Monaten einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt über die Entwicklung der Kesselstraße. Die Kesselstraße ist gewissermaßen das nächste Kapitel bei der Entwicklung des Düsseldorfer Hafens. Das ist ein sehr attraktives Ergebnis, was bei diesem städtebaulichen Wettbewerb herausgekommen ist. Sie sehen auf der einen Seite natürlich attraktive, auch zwei Hochpunkte. Vorne am Hafenbecken ein Park. Ich glaube, auch das tut dem Medienhafen gut, die Sache etwas aufzulockern, etwas grün zuzubauen. Aber insbesondere die zwei Hochpunkte, die dort geschaffen werden. Eines ganz vorne an der Kaipromenade, wo sich dann etwas ins Wasser hinein anschließen wird, das Projekt Pier One, das ich ja bei der letzten Expo bereits vorgestellt hatte. Und am sogenannten Hafenkopf, also hinten am Hafenbecken, ist ein zweiter Hochpunkt geplant. Auch das, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, der die Skyline des Hafens noch weiter attraktiv gestalten wird, die ja im Moment bereits ergänzt wird durch das sogenannte My Hive Building. Das ist das Gebäude direkt neben der Trivago-Zentrale, ebenfalls aus dem Büro von SOP. Ein Hochpunkt mit insgesamt 16 Geschossen, der sich eben deutlich kontrastiert dann gegenüber dem der Zentrale von Trivago. Und ebenfalls im Düsseldorfer Medienhafen wird dieses Gebäude am letzten freien, der letzten Freifläche, das ist das Projekt Kaistraße 1, das war der Sieger ebenfalls eines städtebaulichen Wettbewerbs, ein Entwurf von Christoph Ingenhofen, der, glaube ich, einmal natürlich mit viel Glas, vor allem aber mit viel Grün glänzt und damit natürlich auch, sagen wir, dem Grundsatz genügt, dass wir in Zeiten von Klimawandel auch bei der Art, wie wir bauen, darauf achten wollen, dass klimaschonend und eben auch umweltschonend mit Cradle-to-Cradle-Prinzip gebaut wird. Wir gehen jetzt in den Westen Düsseldorfs, an den Seestern. Am Seestern, das ist ja bislang ein eher etwas monolithisch geplanter Bürostandort, den wollen wir auflockern durch Wohnungsbau. Und ja, auch hier gibt es zwei große Hochpunktprojekte. Ein Monohaus mit 220, eines mit 212, eines mit 120 Wohnungen am Niederkasseler Lohweg. Ich glaube, das fügt sich sehr gut ein, einmal architektonisch, aber eben auch dadurch, dass dieser Bürostandort etwas aufgelockert wird. Wir wollen ja in Düsseldorf überall dort, wo es geht, dieses urbane Ideal realisieren, dass auf engem Raum gearbeitet, ungewohnt, Kulturgenossen ausgegangen werden kann. Das soll eben hier jetzt auch am Seestern realisiert werden. Wir kommen jetzt vom Süden auf die Stadt zu, von der Völklinger Straße, vom Südring, also von der A46. Dort entsteht auf dem Gelände, wo früher das Wabengebäude von Siemens war, entsteht hier dieser Hochpunkt, ein Projekt von Panbion. Der Entwurf ist von Kaspar Schmitz-Murkramer, ein Projekt, das sich natürlich wunderbar dann gemeinsam einen Eindruck hinterlässt, direkt neben dem Stadttor, ebenfalls ein Hochpunkt, der in Düsseldorf, der auf der WIPIM ja schon ausgezeichnet wurde mit dem WIPIM Award. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Hochpunktensemble werden, gewissermaßen unmittelbar, bevor es in den Rhein-Ufer-Tunnel geht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren die Hochhausprojekte, zu denen ich Sie gewissermaßen mit nach oben in die Höhe geführt habe. Jetzt geht's wieder down to earth, denn in Düsseldorf werden nicht nur Hochhäuser gebaut. Es gibt auch eine ganze Reihe von Projekten, die ich Ihnen vorstelle, die nicht ganz so hoch sind, die vielleicht weniger als 10 Geschosse haben. Wir beginnen, werfen zunächst einen Blick auf die Entwicklungen in der Düsseldorfer City. Und da darf ich beginnen mit einem sehr attraktiven Projekt der zukünftigen Zentrale von Altours. Das ist das Gebäude, wo früher im Moment noch das ehemalige Mannesmann-Rechenzentrum war. Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, das ist nicht gerade ein städtebauliches Kleinod in Düsseldorf. Finde dieses neue Gebäude von HPP, das eben wie gesagt auf der einen Seite die Firmenzentrale von Altours werden wird, das aber darüber hinaus auch ein kleines Hotel und etliche Wohnungen beherbergen wird.
finde es passt sehr gut, nimmt eigentlich so ein bisschen die Kubatur auf vom Behrensbau, also der alten Mannesmann-Zentrale. Das nächste Projekt, da sehen Sie ein Bild, da können Sie sich jetzt vorstellen, wie der Blick aus meinem Arbeitszimmer aussieht. Das ist nämlich genau der Blick, den ich immer habe, wenn ich am Schreibtisch sitze. Da sehen Sie auf der einen Seite Jan Wellem hoch zu Ross auf dem Marktplatz und dahinter das Gebäude der alten Kämmerei. Das ist ein Gebäude, das heute leider nicht so aussieht wie auf diesem Bild, aber in 2,5 bis 3 Jahren so aussehen wird. Dieses Gebäude haben wir auf der Grundlage eines langfristigen Erbpachtvertrages an Art Invest übertragen, die daraus ein wunderbares urbanes Zentrum machen wird mit einer Eventfläche, mit Einzelhandel, mit Büros. Und eben dieses Gebäude, das innen und außen oder Denkmalschutz steht, wunderbar aufnehmen, aber trotzdem in seiner Attraktivität weiter steigern wird. Hier sind wir in der, jetzt sind wir mitten in der City. Sie sehen rechts das Dreischeibenhaus, Sie sehen ganz rechts die Stufen, das ist das Ingenhofental, das demnächst fertig werden wird, und links das wird das bisherige Gebäude der alten Leipziger wird abgerissen. Hier entsteht ein, finde ich, sehr, sehr attraktiver Neubau direkt am Joachim-Erwin-Platz. Ein Gebäude, das auch wunderbar ein Stück weit korrespondiert mit dem gegenüberliegenden Gebäude von Peek und Kloppenburg. In der Kasernenstraße, da steht das ehemalige Gebäude der Sitz des Handelsblatts. Sie wissen, das Handelsblatt ist umgezogen an die Toulouser Allee. Dieses alte Gebäude, dieses ehemalige Gebäude wird gegenwärtig vollständig neu gebaut. Meine Kollegen aus Moskau hatten eigentlich versprochen, sie wollten mal ruhig sein, solange ich hier rede. Tut mir jetzt aber leid. Ja? Gut, das war jetzt nur kurz die Dramatik für das Handelsblatt, das ehemalige Handelsblattgebäude. Wie gesagt, dieses Gebäude wird umgebaut für eines der vielversprechendsten Startups in Düsseldorf. Die Firma Orks Money wird hier ihren Sitz nehmen mit etwa 300 Mitarbeitern. Ich glaube, das wird zu einer deutlichen Aufwertung dieses Standorts, der jetzt bereits seit 2 Jahren leer steht. Ich glaube, es ist auch gut, dass dieses sehr erfolgreiche Startup sich dort niederlässt. An der Oststraße, das ist neben der Brauerei Schumacher, da wird die Firma Moxie, das ist ebenfalls ein sehr, sehr erfolgreiches Startup in Düsseldorf, wer kleine Kinder hat, vielleicht auch Enkel hat, der weiß, was die herstellen, das sind die sogenannten Tony-Boxen. Da stellt man eine Figur drauf und dann werden irgendwelche Geschichten erzählt und Musik abgespielt. Ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmenskonzept. Und wir freuen uns, dass diese Firma jetzt mitten in Düsseldorf eben auf der Oststraße ihr Hauptquartier beziehen wird. Und dafür wird dieses Gelände aufwendig hergerichtet. Natürlich alt und neu wunderbar miteinander kombiniert, so wie es eben gerade für Startups sehr, sehr attraktiv ist. Jetzt begeben wir uns in den Düsseldorfer Norden. Und im Düsseldorfer Norden wurde erst vor wenigen Tagen der Grundstein gelegt für den Heinrich Campus. Das ist gewissermaßen das letzte, das noch fehlende Stück bei der Entwicklung der Unternehmerstadt Derendorf. Sie wissen, das ganze Gelände war früher Industrie. Rheinmetall hatte da seinen Sitz, wird seit 20 Jahren grundlegend neu gestaltet. Das letzte noch fehlende Grundstück war das ehemalige Straßenverkehrsamt. Dort wird die Firma Deloitte als Ankermieter ihren Sitz nehmen. Ein Projekt mit 37.000 Quadratmeter Bürofläche. Und hier steht sogar 42, aber es sind, glaube ich, 37.000 Quadratmeter Bürofläche. Und ebenfalls eine sehr attraktive städtebauliche Entwicklung, die, wie gesagt, dieses Ensemble, damit fährt dann ja weiter zum Mörsenbrocher Ei. Und da habe ich Ihnen ja schon gesagt, da werden zwei zusätzliche neue Hochhäuser entstehen. Noch hinzu kommt noch das Projekt Upper Nord Tower, das ja gegenwärtig bereits im Bau ist. Das nächste Projekt ist das Projekt The Oval, ebenfalls ein großes Büroprojekt an der Hans-Böckler-Straße. Das ist im Bereich des Kennedy-Damms. Auch dort entsteht, finde ich, ein städtebaulich attraktiver Hingucker. Das ist ein Projekt der Gerch Group, die hier ein modernes
großes Bürogebäude errichten wird. Ebenfalls im Norden Düsseldorfs Max Frei. Was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass dort jetzt maximale Freiheit herrscht, wo früher die Menschen hinter Gittern saßen. Das ist nämlich die Ulmer Höhe. Das war früher die Justizvollzugsanstalt. Heute gibt es bereits, das ist bereits das zweite, das ist der nördliche Teil. Im Süden wird bereits gebaut. Im nördlichen Teil entsteht hier ein Projekt von Interboden mit 570 Wohnungen. Noch integriert ist dort auch die unter Denkmalschutz stehende Kapelle. Das ist dann das letzte Relikt der ehemaligen Justizvollzugsanstalt. Die Zellen sind alle abgerissen, nur die Kapelle ist stehen geblieben. Wahrscheinlich auch nicht verkehrt so. Eine vergleichbare Umwidmung haben wir in der Rethelstraße. Da kundige Thebaner wissen, das war früher ein Etablissement von Bert Wollersheim. Dort werden jetzt demnächst Mikro-Apartments geschaffen, da wird studentisches Wohnen stattfinden. Da. Ich glaube, es ist durchaus eine Konversion, die diesem Stadtteil gut tut und durchaus auch zur Attraktivität des Nordens beitragen wird. Und damit sind wir schon auf der Fahrt in den Düsseldorfer Westen. Hier darf ich präsentieren das Projekt Double Brand. Das ist ebenfalls ein Projekt aus der Ideenschmiede Kaspar Schmidt-Moorkramer. Das sind ein Hotel und es sind eigentlich zwei Hotels, das Holiday Inn Express und das Staybridge Suites werden da im Stadtteil Düsseldorf Heerdt werden dieses Gebäude beziehen. Das nächste Projekt ist von Landmarken. Das ist das ehemalige Oberkassler Hallenbad. Dort entsteht Wohnungsbau. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Verwendung. Sie wissen, dass das Hallenbad im Düsseldorfer Westen, im Linksrheinischen, wird in Heerdt errichtet, direkt am Rheinufer. Ebenfalls ein hochattraktives Projekt mit Hallenbad, mit der Bezirksvertretung, mit einem Versammlungssaal und es eben in einer ziemlich spektakulären Lage am Rhein. Und der Platz, der freigemacht wurde, ist ein sehr attraktiver Wohnstandort mitten in Oberkassel. Und wie gesagt, dort werden hier 115 Wohnungen in einem Projekt von Landmarkt stehen. Und ebenfalls ein wichtiges Wohnungsbauprojekt im Linksrheinischen ist Pandion am Albertussee. Das war früher die Verwaltung, die Zentrale von Metro. Hier entstehen ebenfalls 650 Wohnungen in sehr, sehr attraktiver Lage direkt am Albertussee. Ich glaube, das werden sicher sehr stark nachgefragte Wohnungen werden. Das ist ein Projekt von HPP Architekten und von Terrani Architekten, das Gemeinschaftsprodukt, wenn ich es recht sehe, also Terrani und HPP haben dieses entwickelt. Wir begeben uns jetzt in den Düsseldorfer Süden unter Mal von dramatischen Klängen aus Moskau. Das ist aber auch genug. Vielen Dank. Wir sind in Oberbilk, an der Kölner Straße. Da war eine Brachfläche, die wurde früher mal gewerblich genutzt, liegt seit geraumer Zeit brach. Sie wissen, Oberbilk ist ein sehr stark nachgefragter Innenstadtbezirk in Düsseldorf. Dort entstehen, es nennt sich Wohnen am Sonnenpark, ebenfalls Landmarkenprojekt. Dort entstehen 220 Wohnungen, fast direkt an der Kölner Straße, die ja eine sehr beliebte Einkaufsstraße auch wird und wo hier natürlich auch zusätzlich Nachfrage geschaffen wird. Das Projekt Bach- und Elisabethstraße, das ist die ehemalige Baustelleneinrichtung für die Wehrhahnlinie, für den südlichen Zugang zur Wehrhahnlinie. Im Moment ein Parkplatz, auch hier sollen Wohnungen entstehen. Hier hat die Federführung die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Hier sollen vor allem auch bezahlbare, also öffentlich geförderte, preisgedämpfte Wohnungen in großer Zahl entstehen. Auch Bilk, selbstverständlich ein sehr stark nachgefragter, sehr beliebter Wohnstandort in Düsseldorf. In der Nähe ist es in die Bilker Arkaden, also Einkaufszentrum. Also ich könnte mir vorstellen, auch hier lässt sich eben dieses urbane das Ideal des urbanen Lebens sehr, sehr gut verwirklichen. Jetzt kommen wir zum Tegelberg. Das ist an der Völklinger Straße eigentlich die letzte große städtische Fläche, die noch einer Entwicklung hat, jedenfalls in Stadtnähe. Das ist
Wie gesagt, wenn man vom Südring kommt, dann zufährt Richtung Stadttor, Richtung Rheinufertunnel, rechter Hand südlich da der Handwerkskammer. Da soll auf der einen Seite ein Wohnen selbstverständlich entstehen. Unten im Süden soll es ein Gewerberiegel geben, da, um natürlich auch das Wohngebiet dann geräuschmäßig abzuschirmen vom Lärm des Südrings. Hier sehen Sie das, was an Wohnungen geplant ist. 400 bis 500 Wohneinheiten werden hier entstehen. Es wird dort auch entstehen der Neubau des Luisengymnasiums. Die Düsseldorfer wissen, das Luisengymnasium ist ein sehr traditionsreiches Gymnasium mitten in der Stadt, das an seine Grenzen gestoßen ist. Das ist ein historisches oder denkmalschutzstehendes Gebäude, das einfach für moderne Schulzwecke eigentlich kaum mehr in die Lage versetzt werden kann. Deswegen wurde entschieden, dass wir dieses Gymnasium verlagern, eben auch noch in einen zentrumsnahen Standort, eben auf dem Gelände von am Titelberg. Hier wird ein modernes Gymnasium errichtet werden, das eben alle Anforderungen, die modernes Lernen in Zeiten der digitalen Transformation stellen, diesen Anforderungen genügt. Jetzt sind wir ganz im Süden, in Venrath in Düsseldorf. Dort ist auf dem ehemaligen Nerosta-Otokumpu-Gelände entsteht das Projekt Benrather Gärten. Das ist eine Mischung aus Gewerbe und Wohnen. Wir reden hier über etwa 1000 Wohneinheiten, aber auch über erhebliche Gewerbeflächen. Sie sehen hier, was hier gezeigt ist, im Süden, das sind zwei große Gewerbeunternehmen. Da ist einmal die Walter Flender GmbH, das ist ein Unternehmen, Automobilzulieferer, Antriebstechnik. Dieses wird an der Bahnlinie angesiedelt werden. Da ist der Standort jetzt schon, kann weiter expandieren im Zuge des Projektes Benrather Gärten. Und außerdem das Autohaus Bormann wird ebenfalls verlegt, um eben gewissermaßen den Geräuschabschirmriegel an der Bahnlinie, um so Wohnungsbau dahinter realisieren können. Wohnungsbau, wie gesagt, in erheblichem Umfang. Wichtig wird hier sein, die Verkehrsregelung, also die verkehrliche Erschließung des 1000 Wohnungen, das ist, Sie wissen, da ist auf der einen Seite die Münchner Straße, auf der anderen Seite die Autobahn, die A59. Da wird man schauen müssen, wie man den Verkehr so abfließen lassen kann, dass möglichst schnell diese leistungsfähigen Straßen erreicht werden. Abgesehen davon muss man ja auch sagen, es ist ein ÖPNV-mäßig sehr gut erschlossener Standort direkt unterhalb vom Benrather Bahnhof, der ja demnächst X-Haltestelle sein wird, was natürlich diesen Standort ebenfalls aufwerten wird. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine Reise zunächst in die Höhe gemacht und dann durch ganz Düsseldorf. Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, Düsseldorf bleibt ein attraktiver Immobilienstandort. Die Projekte gehen uns nicht aus, es kommen immer wieder neue dazu und ich glaube, das steht unserer Stadt gut an. Eine lebendige, prosperierende Stadt im kontinuierlichen Wandel. Ich sage immer, das Gute ist, wir wissen, wo wir herkommen, deswegen können wir selbstbewusst dorthin gehen, wo wir hinwollen. Sie sind unsere Partner dabei. Ich darf Ihnen recht herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt allerdings noch ein wichtiges Thema, Sie wissen, ein Teil des nächsten Levels ist auch, dass wir moderne Unternehmen ansiedeln. Wir haben, glaube ich, eine ganz wesentliche Ansiedlung in den letzten Monaten vollenden können, nämlich die Ansiedlung des EUREF Campus. Das ist ein Campus, wer ihn von Berlin kennt, mit dem Ankermieter Schneider Electric. Hier werden alle Anforderungen etwa des Klimaschutzes, moderner Mobilität, werden hier in hochprofessioneller Weise bearbeitet. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass uns diese Ansiedlung gelungen ist. Ich glaube, es ist auch städtebaulich etwas, was den hohen Ansprüchen Düsseldorfs ohne weiteres gerecht wird. Ich freue mich sehr, hier heute begrüßen zu dürfen für die Unterzeichnung des Mietvertrages Herrn Christoph Demestre und Daniel Rook. Darf ich zu mir nach vorne bitten? Das sind die Vertreter von der Firma Schneider Electric. Herzlich willkommen, bienvenue. Und Herr Müller vom EUREF Campus, Sie werden jetzt den Mietvertrag unterzeichnen. Und ich darf allen herzlich danken, die in den letzten Monaten sehr hart gearbeitet haben, um dieses große Werk fertig, um diese Ansiedlung zu bewerkstelligen und diese großartige Ansiedlung für Düsseldorf damit realisieren zu können. Herr Müller unterschreibt.
Ja. Ja, genau. So, dann sage ich mal herzlich willkommen EuRef Campus und herzlich willkommen EuRef Campus und herzlich willkommen Schneider Elektrik in Düsseldorf. Wunderbar, vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt, glaube ich, lecker Füchschen, dazu darf ich Sie herzlich einladen da und weiterhin Ihnen allen eine gute und erfolgreiche Expo. Vielen Dank. So.